Ja, schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich bin Julia. Viele von euch kennen mich auch als Senfeiken. Ich bin 27 Jahre alt und schließe nächste Woche mein Studium der Politikwissenschaft ab. Gratulieren könnt ihr mir dann nächste Woche. Ich habe vor 4 Jahren die Open Mind ins Leben gerufen. Das ist eine Konferenz der Piraten, wo wir uns mit Nicht-Piraten an einen Tisch setzen, gemeinsam über den Tellerrand schauen, uns auch mit Kritik auseinandersetzen und zusammen neue Ideen entwickeln. Da will ich auch als Kandidatin hin. Eine offene, vernetzte Gesellschaft in einem Europa ohne Grenzen. Seit dem 1. Januar dürfen auch Menschen aus Bulgarien und Rumänien in der gesamten EU ihren Arbeits- und Wohnort frei wählen. Ich finde das fantastisch. Viele versuchen uns das jetzt Angst zu machen und uns das als Gefahr zu verkaufen. Dabei ist das das Ziel. Der Kern der europäischen Idee ist es, Grenzen zu überwinden. Für uns Piraten ist das eigentlich ganz natürlich. Wir haben genau diesen Gesellschaftsentwurf für uns im Internet gefunden. Im Internet machen Grenzen überhaupt keinen Sinn. Wir sehen jeden Tag in unserer Arbeit, dass wir mehr erreichen, wenn wir uns über Grenzen hinweg vernetzen. Ich will nicht, dass mein Internet an Landesgrenzen Halt macht. Ich will Kultur über Grenzen hinweg austauschen können, denn Wissen verbreitet sich, wenn man es teilt. Dass das funktioniert, sehe ich jeden Tag bei den jungen Piraten. Wir haben in diesem Sommer die europäischen jungen Piraten gegründet und ich bin seitdem deren Vorsitzende. Viele europäische junge Piraten sind heute auch hier und ich finde die Arbeit bei ihnen unglaublich motivierend. Denn was ich als Vorsitzende der europäischen jungen Piraten machen kann, ist, dass ich auf Konferenzen auf der ganzen Welt fahre. Ich war vor kurzem in Korea und in Straßburg, um dort über die Chancen von Online-Demokratie zu sprechen. Und wenn man uns hier in Deutschland erzählt, die Piraten hätten ihre 5 Minuten Ruhm schon gehabt, geht nur mal aus Deutschland raus und ihr werdet feststellen, dass das nicht so ist. Die isländischen Piraten stehen in Umfragen im Moment bei 10%. Die tschechischen Piraten haben bei ihren nationalen Wahlen sogar noch besser abgeschnitten als die deutschen Piraten. Und auch die Luxemburger haben den Einzug ins Parlament nur sehr knapp verpasst. Wir werden weiterhin Piraten im Europaparlament haben, und zwar nicht nur Piraten aus Deutschland und aus Schweden. Und wir müssen zusammenarbeiten. Diese gemeinsame Arbeit, wenn Piraten sich in Europa treffen, ist unglaublich fruchtbar für die Verbreitung von Ideen. Im Moment verbreitet sich zum Beispiel die Idee eines gemeinsamen europäischen bedingungslosen Grundeinkommens bei Piratenparteien in ganz Europa. Wir treffen uns, wir tauschen solche Ideen aus und wenn wir wieder nach Hause gehen, ist es das Internet, das uns die Möglichkeit gibt, diese Ideen am Leben zu halten, Kontakte weiter zu pflegen und eine gemeinsame Identität als eine weltweite Bewegung von Piraten zu entwickeln. Das, was ich mir für Europa wünsche und was wir als Piraten dort erreichen wollen, setze ich also jetzt bei den Piraten schon um. Ich habe gemeinsam mit meinem Mitbewerber Gilles Baudelet das Tandem nach Brüssel. Wir kandidieren im Tandem. Das bedeutet, wir haben unsere Kandidatur von Anfang an unterstützt. Wir haben uns gemeinsam auf den Wahlkampf schon vorbereitet und wir binden andere Kandidierende in unsere Arbeit ein. Zusammen mit anderen Piraten haben wir eine Selbstverpflichtung verfasst, wie wir uns die Arbeit im Europaparlament vorstellen. Diese Selbstverpflichtung haben inzwischen 42 Piraten aus 6 europäischen Ländern unterzeichnet. Gemeinsam verpflichten wir uns, dass wir im Europaparlament als Fraktion arbeiten werden, auch wenn wir noch keine sind. Wir werden Ressourcen teilen und wir werden transparent arbeiten. Die Transparenz in der Europäischen Union ist so eine Sache. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass uns die Türen in der EU verschlossen sind, sondern dass es zu viele Türen gibt.
Der Kommission ist durchaus bewusst, dass es ein Problem ist, dass die EU so weit entfernt ist von den Menschen. Und es gibt Zeichen, dass es Versuche gibt, Transparenz zu schaffen. Aber gerade wir Piraten haben gelernt, dass zu Transparenz eben mehr gehört, als Informationen einfach ungefiltert ins Internet zu kippen. Ich stehe für aktive Transparenz. Aktive Transparenz, das bedeutet, dass ich Informationen so aufbereiten will, dass man sie auch versteht und mit ihnen arbeiten kann. Aktive Transparenz bedeutet auch, dass ich mit euch Online-Tools diskutieren will über die Entscheidungen, die ich als Parlamentarierin treffen muss. Und aktive Transparenz ist zum Beispiel auch die Anleitung zur Beantwortung der Urheberrechtsanhörung. Die habe ich vor kurzem mit unserer Europaparlamentarierin Amelia Andersdotter aus Schweden verfasst. Die Kommission ruft uns zum ersten Mal seit mehr als 10 Jahren auf, unsere Meinung zur Reform des Urheberrechts in Europa zu sagen und verbindet damit das Versprechen, noch 2014 eine Entscheidung darüber zu treffen, ob es eine europäische Urheberrechtsreform gibt. Es ist jetzt unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es kommen wird, und es wird unsere Aufgabe als Piraten im Europaparlament sein, diese Urheberrechtsreform im Sinne einer freien Kultur und einer freien, offenen Gesellschaft zu gestalten. Die Urheberrechtsreform ist aber nur eines von vielen wichtigen Themen, die auf der europäischen Agenda stehen in der nächsten Legislatur. Wir haben jetzt die Chance, die Netzneutralität europaweit gesetzlich festzuschreiben. Auch die Datenschutzverordnung wird zum Zeitpunkt der Wahl wahrscheinlich noch nicht verabschiedet sein. Und mit TTIP, dem Freihandelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union, kommt ein Handelsabkommen auf uns zu, das all die Fehler wiederholt, die bei ACTA bereits gemacht wurden. Dieses Abkommen ist vollkommen intransparent, die Vertragstexte sind nicht einzusehen und es ist praktisch unmöglich für die Zivilgesellschaft, auf den Inhalt Einfluss zu nehmen. Gegen ACTA habe ich mich seit 2010 bei den Piraten eingesetzt. Ich hatte die Chance, vor 1,5 Jahren im Europäischen Parlament 3 Monate lang für unsere Abgeordnete Amelia Andersdotter zu arbeiten. In dieser Zeit konnte ich miterleben, wie Amelia es geschafft hat, ihren Ausschuss davon zu überzeugen, ACTA abzulehnen. Das war eine extrem motivierende Erfahrung für mich. Wir haben es geschafft, als Piraten dazu beizutragen, dass mit ACTA keine Grundrechtseinschränkungen für die Menschen in Europa und der ganzen Welt verabschiedet wurden. Und es braucht uns Piraten im Europaparlament, um das bei TTIP auch durchzusetzen. Und dazu will ich beitragen. Ich denke, ich bringe genau die richtigen Voraussetzungen dafür mit. In meiner Magisterarbeit habe ich mich mit den Programmen anderer Parteien sehr intensiv auseinandergesetzt. Ich habe sie nämlich lesen müssen. Und dadurch bin ich auf den Wahlkampf extrem gut vorbereitet, weil ich weiß, was die anderen Parteien in Sachen Europa und auch in anderen Bereichen fordern und wo ihre Schwachstellen sind. Und dadurch, dass ich kurz vor meinem Abschluss stehe, werde ich auch die Zeit mitbringen, um mich voll dem Wahlkampf zu widmen. Und jetzt verrate ich euch was, wo wahrscheinlich bei vielen von euch die Alarmglocken angehen. Ich habe nämlich richtig Bock auf den Job. Die paar Monate, die ich in Brüssel arbeiten durfte, gehörten wirklich zu den spannendsten meines Lebens. Und ich fühle mich in Brüssel wie ein Fisch im Wasser. Da ist ein politisches System am Werden, das eine einmalige Chance darstellt. Wir haben da die Chance, nationale Egoismen ein für alle Mal zu überwinden. Und wir Piraten haben die Möglichkeit, dieses politische System mitzugestalten. Und was machen Piraten, wenn man uns eine Beta-Version vorsetzt? Wir sind begeistert für das Neue. Wir probieren Dinge aus und wir tun uns zusammen, um es gemeinsam besser zu machen. Halbe Minute. Unser Europa nimmt sich das Internet zum Vorbild. Okay.